Ja, es lohnt sich etwa nicht, mit dem Pokémon zu greifen. Wenn es nur auf Level 6 ist. Schlimm. Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Pokémon Rubin Edition. Beim letzten Mal haben wir unser Schwalbini trainiert. Obwohl es ja eigentlich nicht viel bringt bei Gesteins-Pokémon, deshalb werde ich das Ganze mal ein bisschen anders machen. Da ich das Ganze eben schon mal aufgenommen habe, aber statt Aufnahme auf Vorschau gedrückt habe und deshalb weiß, dass es alles nichts bringt. Und zwar werden wir uns ein Pflanzen-Pokémon fangen. Ein bestimmtes. Das dürften wir noch nicht haben. Pokédex. Nein, 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 nein. Schutzlampe gesehen. Nee, nee, wir haben es nicht. Baumpilz brauchen wir nicht. Und tschüss. Jetzt müssen wir natürlich so lange hier suchen, bis wir es finden. Und dann müssen wir es noch einfangen. Jetzt sehe ich auch, dass die Aufnahme wirklich startet. Man kann es ja in OBS. Das habe ich auch noch nicht. Das meinte ich zwar nicht, aber es wurde auch besiegt. Okay. In OBS sieht man ja, wenn Aufnahme ist, steht da REC, also für Record. Und sonst bei Vorschau steht da nämlich Preview. Das ist mir aufgefallen. Läuft bei mir. Und jetzt werde ich mal Knilz einfangen. Werde ich aber auf ein anderes Pokémon gehen. Kommt Panikon. Außerdem kann unser Pummels eh nicht so viel anrichten. Durch die Fähigkeit Schnarchen, also kann es nämlich in die zweite Runde anbeißen. Was für ein Pummels nicht ganz so gut ist, wird erst auf einer höheren Entwicklungsstufe stärker. Aber dahin erstmal zu kommen, ist auch schwierig mit Pummels. Ich merke gerade, dass wir mit Panikon nicht weiterkommen. Ich glaube, Panikon hat man zugefangen, genau das kann woher, ne? Warren Chaluco. Ne, irgendwas. Angriffsattacke, genau. Also eine Attacke, mit der man auch Schaden macht. Angreifen. Fangschalten verursacht eine Attacke. So, dass er sich nicht so viel aufhält. Oh, es geht. Geht ja noch. Das müsste man einmal zwischen den Schwertern einsetzen. Dann kriegt er auf alle Fälle nicht mehr so viel. Weil er kriegt ja immer die Hälfte zu, an die er uns abzieht. Und durch Gärtner. Oh, das war ein Volltreffer. Jetzt werde ich den Ball einsetzen. Den Ball einsetzen. Durch Gärtner steigert ja unser Verteidigungswert. Wir haben es zum Glück sogar noch Prämie bekommen. Okay. Ach nix, dann nehmen wir halt den einzigen Superball, den wir haben. Wollen wir ihn jetzt nicht stören? Gibt Schlimmeres? Zum Beispiel, wenn das Knilz jetzt aus dem Ball geht. Voll, Knilz wurde gefangen. So, Pokédex-Eintrag. Knilz, das Pilz-Pokémon. Knilz lebt in feuchten Erdboden, finsterer Wälder. Es wird oft reglos unter herabfallenden Blättern gefunden. Dieses Pokémon ernährt sich von Kompost aus verrotteten Blättern. Nein, aber das kommt jetzt auf den PC erstmal. Das meinte ich aber eigentlich nicht. Suchen wir noch weiter. Okay.
Weil es ist ein bisschen blöd, wenn man Schwalbini trainiert, das aber eigentlich gar nichts bringt. Das ist irgendwie ein bisschen nützlich. Weil Flugattacken, der Schwalbini kann ja Schnabel. Flugattacken auf einem Gesteinsboden-Pokémon wie Kleinstein. Ich weiß ja auch schon, was der zweite hat. Das sage ich jetzt aber nicht. Weil ich das Kleinstein schon einmal besiegt habe. Aber das liegt vor allem auch daran, weil ich ja ein bisschen mit dem Panikhorn rumgehärtnert habe. Und Flemmi noch dazu kam, das Kleinstein zu verbrennen. Sonst wäre es jetzt nämlich auch nicht geklappt. Aber das sage ich jetzt nicht, weil wenn er will, ich es hier auch zeigen. Kann jetzt mal endlich dieses verdammte Pokémon kommen? Normalerweise ist es egal, in welchem Grasbüschel man ist. Ist ja routenabhängig und nicht irgendwie grasbüschelabhängig. Oder halt ortsgebunden. In diesem Fall ist es ja der Blütenburgwald. Aber ich komme irgendwie nur Waumbill, Knilz, Zigzags oder Panikhorn. Ja. Aber das gibt's hundertprozentig auch hier. Irgendwo. Ich meine, ich könnte auch mit Knilz das Ganze machen. Komm, einmal noch. Wenn das nichts wird, dann holen wir uns Knilz. Okay. Tut mir leid, aber Knilz muss her. Okay, vielleicht doch noch eine Chance. Und Schaloko. Ja. Verkackt, ne? Selber schuld. Was ich aber noch schnell mache ist, und zwar weiß ich, dass hier oben was ist. Und zwar die hier erstmal. Höhlenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf der Straße zu vergleichen. Du weißt nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Du bist immer angespannt. Und dann war nämlich hier oben in der Ecke noch ein Supertrank. Ah, genau. War ja auch schwer, sich an 5 Minuten zurückzuerinnern. Oder, na gut, schon ein bisschen länger jetzt wieder. So, mit O. Jetzt geht's aber ins Pokémon Center. Kurz nochmal alle heilen. Bam, bam, bada, bam. Jemandes PC? Und Pokémon bewegen. Bewegen. Ja. Tschüss, Panikon. So, jetzt müssen wir natürlich Knilz noch an die obere Position fördern. Ich kann ja kurz mal gucken, was es für Attacken kann. Also es ist ein Pflanzen-Pokémon, das ist schon mal gut für die Arena. Absorber und Tackle. Das zu trainieren lohnt sich denn doch schon eher. Und nicht ein Schwalbini. Danke für die Nicht-Tipps in den Kommentaren. Manchmal auch selber drauf kommen.
Wahrscheinlich würden da ein paar Tagen irgendwelche dämlichen Kommentare stehen. Irgendwie konntest du nur Schwalbini trainieren, das ist total unnütz. Nutzlos. Ja, das ist mir auch klar. Ich hab's nicht so mit Typ. Mit Wechselwirkung von irgendwelchen Typen, ne? Überbestimmung. Hopp, schneller hier wechseln. Damit es ein bisschen schneller geht. Solange es noch so schwach ist. Hier würde 10 zum Beispiel reichen. Schon durch die verschiedenen Typen. Bitte Kleinstein. Nicht so viel Schaden anrichten. Beziehungsweise gar keinen. Aber mehr als trainieren kommt. Zu mehr als trainieren werden wir heute wahrscheinlich auch nicht kommen. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass es so stark gleich am Anfang zugeht. Habe ich wohl irgendwas überschätzt? Ich meine, unterschätzt. Überschätzen wäre ja nie so schlimm gewesen, habe ich jetzt eher unterschätzt. So. Geh jetzt tot. Dauert immer, wenn ich Pokémon wechsle mit dem Aufleveln. Bummels. Soll jetzt aber das Pokémon kommen, was ich meinte vorhin? Werde ich es trotzdem einfach. Dann habe ich es einfach. Ja, es lohnt sich einfach nicht, mit dem Pokémon hinzugreifen. Wenn es nur auf Level 6 ist. Das ist schlimm. Starre Spur ist auch gut. Paralyse. So, jetzt ist Knilz aber schon auf Level 7. Ja, gut, war ein Volltreffer. Jetzt würde es auch nicht viel bringen. Dachte ich ja. Okay, dann macht was wie folgt. Pokémon. Family, Tausch. Und Blut. Downward, downward, downward. Oh. Ja, Flemmi haut schon rein. Leider nicht gegen Kleinstein. Ach, weißt du was? Immer so mutig. Geh mit unserem unterlevelten Knilz. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen lebensmüde. Und erstmal ins Pokémon Center, was hinter dem Supermarkt steht. Viel zu viel Text.
Gehe ich jetzt in die Arena nochmal. Ja. Man kann es ja nochmal probieren. Aber nicht so viel. So, Felicia. Absorber. Ja, man sieht hier schon den Unterschied, obwohl es erst Level 7 ist. Okay, Trank. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, solange Trank eingesetzt wird, greift sie nämlich nicht an. Logischerweise, weil das ja dann eine Runde verschwinden muss. Entweder Attacke oder Item. Das kleinständige Eingreifen ist auch so eine komische Sache wieder, ja. Und jetzt gleich wieder ein Trank. Nein, nee, klar. Das war's für Kleinstadt. Da hat nichts noch nicht mal viel gemacht. Wir mussten zwar nicht wechseln, nicht so wie beim Training. Level 8. Bing, Level 9. Die ganze Erfahrung gleich knillt. So, was knet? Das war nämlich das zweite Pokémon. So, mal gucken, wie es da ist. Da wird nämlich mein Härtner eingesetzt, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Dafür, dass es sehr effektiv ist, ist das Ziel jetzt nicht ganz so doll. Wahrscheinlich Flemmi noch mal ein bisschen ran. Härtner. Okay. Oh, das war ein Volltreffer. Der war eigentlich zum guten Zeitpunkt. Na, reicht der Steinwurf ja. Leider reicht er aus. Okay. Das reicht nicht. Wäre auch zu gut gewesen, ne? Schwalbini. Ja, schade eigentlich. Dazu muss man sagen, wenn ich jetzt, glaube ich, nochmal mit Knutze angreife, dadurch, dass es jetzt Level höher ist, dürfte Kleinstein schneller gehen. Vielleicht dann auch gegen Nassknet nicht mehr ganz so problematisch, weil Knutze ja nochmal vom Level aussteigt. Also. Hat wahrscheinlich alles so seine Vorteile. Auch wenn die Pokémon jetzt hier alle One-Hit KO gehen. One-Hit-KO.
Außer Zickzacks. Zickzacks meint nö. Komm. Heute nicht. Kühe-Tage nochmal daneben. Zickzacks. Okay. Ja, und Bummels kann man wahrscheinlich eh vergessen. Kratzer? Genau. Ich kann nur Kratzer machen. Komm zu Gena, nehme ich nicht. Ja. Vielleicht wäre ich sogar zu Gena gekommen. Macht nix. Irgendwann kriegen wir das ganze Geld auch wieder rein. Wir haben jetzt hier einfach mal Pokémon Center. Beim nächsten Mal geht's dann einfach weiter. Dann werden wir hoffentlich Felicia dann gleich mal besiegen mit unserem schönen neu gewonnenen Knilz. Und dann geht's einfach weiter auf den Weg, Champ zu werden. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Ganzen eine positive Bewertung. Und für mehr könnt ihr gerne abonnieren. Ciao.